Die Faschingsgilde in Wiener Neudorf trug auch heuer wieder den Fasching zu Grabe. Die lustigste Zeit des Jahres wurde mit viel Heiterkeit und guter Laune im Willigshofer Stüberl in Wiener Neudorf beendet. Fasching ist zu Ende. Traurig? Ja, sehr traurig. Es war sehr lustig. Wir haben viele Veranstaltungen besucht und wir haben viel Spaß gehabt. Es war eine wunderschöne Zeit. Jetzt seid ihr mit vielen Faschingskilten die ganze Zeit unterwegs. Holt man sich da auch ein bisschen Ideen? Man schaut immer sich ein bisschen was ab. Hat eine Petition gegeben? Ja, dass wir am Faschingsdienstag alle frei bekommen. Nicht nur die Banken und die Schulen, sondern auch die anderen arbeitenden Leute sollten diesen Tag für Spaß frei bekommen. Das heißt, die fünfte Jahreszeit ist jetzt hier in der Tonne gelandet. Was habt ihr denn da verbrannt? Wir haben aus Stroh einen Fasching gebastelt und den haben wir verbrannt. Und wie war es denn so jetzt im Fasching? Stressig, anstrengend, aber sonst war es lustig. Wir waren viel unterwegs. Ihr habt den Stadtschlüssel wieder hergegeben. Was ist denn im Rathaus passiert? Wir müssen den Gemeindeschlüssel wieder hergeben. Wir hoffen, wir kriegen am nächsten Jahr wieder. Wir haben ihn gut verwaltet und versteckt und jetzt haben wir ihn wieder zurückgegeben. Was passiert jetzt mit dem Hofnarr? Der Hofnarr geht jetzt nachschlafen bis im November, bis zum 11.11. wieder. Der Gemeindeschlüssel ist wieder zurückgegeben, wie fühlt man sich? Naja, eine gewisse Erleichterung ist natürlich vorhanden, wobei ich eins sagen muss, und ich habe es auch in meiner kurzen Ansprache in Versform gesagt, den Humor sollten wir uns eigentlich das ganze Jahr bewahren, nicht nur im Fasching, das ist ganz wichtig, da kommt man da wesentlich leichter durchs Leben. Wie schaut es mit der Kasse aus? Die war ja auch im Rathaus, was ist damit? Ist sie noch voll? Die Kasse ist natürlich voll, also alles ist so geblieben, wie es war. Gott sei Dank habe ich einen zweiten Schlüssel gehabt. Fasching war sehr anstrengend, das ganze Jahr ist zu anstrengend, aber der Fasching besonders. Und jetzt, ja, ich bin schon froh, dass er vorbei ist, ja. Jetzt beginnt die Fastenzeit und die können wir ein bisschen abnehmen und ein bisschen kürzer treten. Sind die Wiener Neudorfer begeisterte Faschingsfeierer? Naja, ich weiß nicht. Ja, ich denke schon. Ja. Wenn man schaut, ich habe gehört, in Mödling waren heuer 40.000 beim Umzug. Das ist doch gewaltig, ne? Auch für den Bezirk Mödling. Und ich denke, Fasching hat bei uns schon Tradition und man soll ihn auch pflegen. Wie die Gilde haben wir nach Wiener Neudorf viel Elan mitgebracht. Da wurde oft gefeiert und oft gelacht. Wenn wir dir den Schlüssel nun wieder übergeben, wollen wir durch dich und dein Team einen weiteren Aufschwung erleben. Doch jetzt der letzte Wunsch, den habe ich schon unterschrieben. Doch alles unsere österreichweite Petition. Die Bundesregierung soll darüber handeln und einmal denken und uns den Faschingsdienstag als Feiertag doch schenken. Neudorf Ole! Neudorf Ole!